Es ist Zeit fürs Qualifying hier in Spa. La Source, Blanchimont, Eau Rouge, Namen von Kurven und Streckenpassagen, die jedem Formel-1-Fan auf der Zunge zergehen. So, Stefan Römer, ein neues Grand Prix-Wochenende, eine neue spannende Qualifying-Session, die vor uns liegt. Worauf wirst du in den nächsten Minuten besonders achten? Die wichtigste Frage ist, wer hier am besten Fehler vermeiden kann. Viel Spielraum für Fehler hat man im Qualifying nicht und man sollte bedenken, dass sich die Streckenbedingungen seit dem freien Training verändert haben könnten. Vor allem, weil in der Zwischenzeit einige Vorbewerbe stattgefunden haben. Wenn man zum Beispiel die Bremskraftverteilung nicht an diese Bedingungen anpasst, kann es leicht passieren, dass ein Vorderrad blockiert und eine Flachstelle am Reifen verursacht. So einfach ist eine Runde ruiniert und ein ganzer Satz Reifen verschwendet. Hallo und herzlich willkommen hier in Spa-Francorchamps, Belgien. Ja, meine absolute Lieblingsstrecke in diesem Rennkalender. Und ja, wir sind jetzt schon zweimal Zweiter geworden in diesem Rennen. Und ja, heute hätte ich Bock drauf, das Ganze als Erster abzuschließen. Dafür muss aber auch erstmal eine vernünftige Pole Position her. Hier sehen wir jetzt mal eine heiße Runde aus dem Q1, weil das meine schönste Runde war. Ganz ehrlich, jetzt starten wir hier mal super schnell, super gut rein. Die erste Kurve ein bisschen rausgekommen leider, aber noch innerhalb der Strecke, sage ich mal. Und jetzt hier Vollgas Richtung Eau Rouge und die Kurve hinauf. Wie die heißt, keine Ahnung. Ist aber auch egal. Hier ein bisschen vom Gas gehen und dann wieder drauf. Und jetzt wieder Vollgas. Der ist aktivieren. Und ja, wir haben ein ziemlich schnelles Setup drauf. Und erreichen hier fast 355 km/h, was schon ziemlich flott ist. Damit haben wir jetzt auch schon mal den ersten Sektor mehr als dominiert. Jetzt geht es hier in diese, ich sag mal, bergige Passage, auch ein bisschen übers Kies. Ja, man muss ja auch wissen, wie der Gravel sich anfühlt, wenn man da mal reinkommen sollte. So, jetzt geht es hier wieder bergab. Auch eine sehr schnelle Passage auf diesem 7 Kilometer langen Kurs, der in der Vergangenheit, ich weiß nicht mehr wann genau, aber nur ein kleiner Teil einer riesigen Rennstrecke war, die durch die halbe Region von Spa führte. Kann man sich mal anschauen, gibt es einen schönen Wikipedia-Artikel dazu. So, jetzt hier dieses Rechts-Links-Rechts-Links-Geschlängel, wo es jetzt hier wieder eine recht schnelle Passage geht, die man eigentlich Vollspeed nehmen kann. Und Vollspeed meine ich wirklich Vollspeed. Wer hier vom Gas geht oder bremst, der hat sehr viel Angst oder zu viel Respekt vorm Auto. Wir verrasen hier mit 340 Sachen entlang, bevor wir nochmal stark bremsen müssen. Dann schön durch die Bus-Stop-Schikane. Nochmal schnell DRS aktivieren und ab geht's übers Ziel. Und das bedeutet für uns P1 in diesem Qualifying. In den 48 Rennen in Spa zwischen 1950 und 2015 startete der Sieger des Rennens nur ganze 16 Mal von der Pole Position. Das Qualifying von gestern bestimmt zwar die Startaufstellung, doch der große Preis von Belgien ist nach wie vor für eine Überraschung gut. Wie heißt es doch so schön, es kann alles passieren und üblicherweise tut es das dann. Die Strecke von Spa-Francorchamps ist eine historische Rennstrecke mit 19 Kurven und einer stattlichen Länge von 7 Kilometern. Hier müssen die Fahrer nicht nur mit einem Höhenunterschied von mehr als 100 Meter, sondern auch mit langen, geraden und hohen Geschwindigkeiten in den Kurven zurechtkommen. Wer hier gewinnen will, der muss alles perfekt hinbekommen, denn das hier ist die Ardennenachterbahn. Das heutige Rennen kommentiere ich auch jetzt wieder mit dem großartigen Stefan Römer. Reden wir über Richter. Sie starten dieses Rennen mit einem deutlichen Vorsprung. Ich würde zwar nicht ganz so weit gehen zu sagen, dass das Rennen schon gelaufen ist, aber es muss schon ein kleines Wunder passieren oder, negativ ausgedrückt, eine Katastrophe, um den Ausgang entscheidend zu verändern. Es gibt garantiert schlechtere Positionen, von denen aus man starten kann. Aber es ist auch wichtig, dass sie jetzt nicht selbstgefällig werden. Wenn du erst einmal anfängst, dich bereits als Sieger zu fühlen, obwohl theoretisch noch alles offen ist, machst du garantiert einen Fehler. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Richter startet aus der Pole Position vor Max Verstappen, der von P2 starten wird.
Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Perez, Sainz Junior, Valtteri Bottas und Magnussen. Vettel, Weber, Leclerc und Devon Butler. Ricciardo, Hülkenberg, Kimi Räikkönen und Kvyat, Stroll, Norris, Romain Grosjean und George Russell. Hamilton und Antonio Giovinazzi startet aus der letzten Reihe. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Gut, La Source ist immer ziemlich eng, aber wir haben derzeit freie Fahrt. Nutzt die Auslaufzone, falls nötig. Werde ich machen, Chef. Ja, wieder mal P1 hier in Spa hatten wir die Saison für zuvor schon auch mit Williams. Genau, aber diesmal richtigen Sieg. Wir sind zweimal Zweiter geworden in diesem Rennen, aber diesmal, ja, ich rieche schon Gold, ja. Schau mal, wie die Strategie ist. 5 Runden auf Soft, 6 auf Medium. Knappe 20 Minuten rechnen sie ein, dass wir hier fahren. Da bin ich voll dafür. Deswegen würde ich sagen, here we go. Entspannter Start in die Einführungsrunde. Versuche einmal in jeden Gang zu schalten. Wir müssen vor dem Start sicher gehen, dass die Kupplung funktioniert. Wir sollten die Reifen und Bremsen auf Betriebstemperatur bringen. Aber der Motor darf nicht zu heiß werden, also pass auf, dass die Drehzahl nicht zu hoch wird. Mach ich nicht. Wir wärmen hier ganz entspannt auf. Fahren entspannt durch die Orange. Fertig, beziehungsweise die Orange ist es ja nicht mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, die Kurve. Ich habe es da für die schnelle Runde eine Saison vorher sogar noch rausgesucht, wie sie heißt, aber schon wieder vergessen. Und es ist gerade mal 3 Wochen her, wenn überhaupt. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ja über eine halbe Sekunde schneller als Verstappen im Qualifying. Das ist für mich die Wiedergutmachung von Hockenheim. Dafür, dass er mir mit nicht mal ganz 5 Hundertstel. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht den ersten Platz abgeluchst hat. Schauen wir mal, was in diesem Rennen so schönes alles passiert. So, erstmal ein bisschen warm machen hier wieder. Reifen auch noch mal warm bekommen. Mal schön Gas geben. Auch wieder zurückfallen lassen, weil ja, sind alle ein bisschen weiter hinten hinter mir, deswegen ja. Soll ich die nicht ganz da hinten versauern lassen, weil sonst werden meine Reifen und Bremsen wieder zu schnell kalt. Darauf habe ich dann auch wenig Lust. Gell, ihr? Er baut das auf der 5, sehr schön. Der war im dritten Qualifying auch kurzzeitig mal auf der 3. Und dann kamen, ja, Perez und Sainz, die noch mal haushoch besiegt haben. Das klingt, als wäre alles warm. So, schauen wir mal. Das heute läuft. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Mache ich. Das Beste ist zumindest, ist, ja doch, ist ziemlich gut, dass wir inzwischen den stärksten Motor haben, jetzt hier zu Spa. Kamen 2 Motor-Updates rein. Die werden wir jetzt mal den anderen zeigen. Dass wir da wirklich die Power haben. Klar, Verstappen sticht erstmal wieder vorne raus. Aber wir waren im Qualifying so dominant, Bub. Dass wir den fliegenden Holländer, der er nun mal ist, besiegen. Jetzt sind halt auch die Top-Teams alle motorenmäßig ziemlich nah dran. Auch von der Aerodynamik her sind wir gar nicht mehr so schlecht. Da kommt dann zu Russland hin. Beziehungsweise einmal für Monza, das nächste Rennen und einmal dann in Russland.
Das nächste große Update. Dann sind wir auch in der Aerodynamik. Das beste Team. Dann fehlt bloß unser Chassis. Und das werden wir bis zum Saisonfinale auf jeden Fall nochmal hier und da etwas verbessern können. Ich weiß nicht, ob wir es auch maximieren können, aber werden sie uns auf jeden Fall verbessern. Ja, ja, ja. Da muss ich aufpassen. Den habe ich im Qualifying oder im Training auch deutlich besser zum Großteil hinbekommen. War mir klar. Ich wollte für das Rennen jetzt keine Plätze einbüßen. Mal wieder rankommen. Oh ja. Ja, ja, geduldig sein, geduldig sein. Wir haben noch 9,5 Runden hier. Was lang ist noch mal so ein Nervenschlacht wie letztens in Ungarn wird, ist alles cool. Nein, das will ich nicht. Sorry. Das können wir aber schöner. Ich schaue es dann auf dem kleinen Modus. Also, da lasse ich ihn lieber nochmal vorne. Mal ein bisschen Benzin zurück. Bevor es dann DRS gibt auf der Camel Straight. Yes! DRS activated. Wir kommen langsam weg von Perez und dem anderen Haufen da hinten. Yes! So was von sauber überholt. Der Motor wirkt etwas angeschlagen. Rechne mit Leistungsverlust. Ja, ja. So ein bisschen auf Sparflamme fahren. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Ne, wir bleiben bei der. Bleiben bei der. Sonst habe ich ein bisschen Angst um meine Reifen. Ne, ne, ne. Da ist Verstappen jetzt im DRS-Fenster. Ja, die schnellste Runde, sehr gut. Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,1 Sekunden. Okay, das ist ziemlich nah dran.
Verstappen kriegen wir jetzt langsam raus, ne? Hier ein bisschen vorsichtig sein, er hat mich im Qualifying und auch im Training hier und da wieder mal rausrutschen lassen. Verstappen kommt ja nicht mal annähernd dran. Ja, dass es jetzt hier langsamer war als vorhin, ist mir schon klar. Auch nicht so schnell durch Rouge. Hatte ich schon mal in Spa überhaupt Führungsrunden? Ich glaube nicht. Sehr gut. Jetzt muss man ein bisschen mit dem Benzin aufpassen. Einmal, dass ich noch genug habe, aber auch das, ja, was soll ich sagen, mein Motor nicht ganz so sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Ich muss gucken, ich verliere gerade echt viel Zeit. Liegt aber auch daran, dass ich natürlich kein DRS habe. So. Jetzt wird da irgendwie ein vernünftiger Satz draus. So, nächste Runde geht's dann rein. Bisschen weit raus. Jetzt Vollgas, Verstappen da rauskriegen. Schauen, dass er nicht im DRS landet. Ja, jetzt genau das passiert, worauf ich keine Lust hatte. Und zwar, dass ich hier abfliege. Mist. Auch die Drehzahl runterschrauben. Leichte Lenkbewegungen. Dann gib ihm. Klar, Verstappen kommt da wieder ran. Und wie? Ja, wenn du aus der Kurve halt gut rauskommst. Wir können nicht länger mit dieser Motoreinstellung fahren. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Planziel. Fahr so bald wie möglich auf Mission 2 runter. Ja, ja, jetzt wart doch mal. Müssen wir erstmal hier ein bisschen Tempo reinholen. In der Hoffnung natürlich, dass mir das ganz große Feld von Platz 3 bis, was ich 12 oder was da so hinter uns ist, nicht so sehr überholt. Na, Walter, die will uns überholen. Yep. Dran. Jetzt können wir ein bisschen Abstand zu Verstappen rausholen. Falls er auch an die Box geht, sind wir auf jeden Fall voll wieder draußen. Oh ne, überholt uns. Okay, er bleibt länger draußen, oder? Ja. Viel Spaß mit den 1-2 Führungsrunden, Maxle. Wir holen euch wieder. Nur der Einzige, der in die Box geht, kann das sein? Ja, von mir aus. Ja. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Okay. Auf P13 wieder raus. Böller. Wir fahren auf der mageren Mischung und überholen einfach so Hülkenberg. Gut, wir haben jetzt auch Renault und Ferrari im Leistungsindex gut überholt. Sind jetzt Top 4, glaube ich. Deswegen ist Valtteri auch so recht gut. Ich finde es krass, wie Renault sich teilweise zurückgekämpft hat. Ja, guck mal, Max Verstappen ist gar nicht so weit weg. Gehen jetzt ein Haufen Leute in die Box. Spätestens 2-3 Runden bin ich wieder auf der 1.
Ja, ich schaue mir doch gerade was an, Kollege. Guck mal, wie gut wir halt an Quiet rankommen. Und ich muss auch meine Reifen warm bekommen. Man darf halt echt nicht vergessen, die fahren halt auf Softs. Fahren auf den schnelleren Reifen. Ich fahre trotzdem gerade meine persönliche Bestzeit in dem Sektor. Nicht schlecht. Was natürlich jetzt nice wäre, von Kwiat noch schnell DRS abholen. Verstappen ist in der Boxen, überholen wir mal sowas von. Naja, Verstappen wird überholt. Daniel. Ich ziehe jetzt erstmal zurück. Überhole ich ihn jetzt. Ich hätte ihn halt echt auf der Geraden überholt, wenn es geradeaus weitergegangen wäre, ne? Na gut, das heißt natürlich, dass die fünf, die vor mir sind, auch alle jetzt an die Box noch müssen. Er bremst da schon sehr stark. Immer diese langsamen Ferraris, Alter. Ich nehme so, hey, ich fahr für Ferrari Formel 1 Rennen. Ehre. Hier so, Alter, sind die Dinger lahm. Ich fahr zwar nicht für Ferrari, aber... denn? Wir werden Kwiat jetzt dann überholen. Na guck mal, ich bin 2 Sekunden langsamer als meine Bestzeit. Weil ich einfach nicht an ihm vorbeikomme. Sehr gut. Dafür, dass das Rennen jetzt schon mehr als vorbei ist, sage ich mal. Dankeschön. Der ist aktiviert. Sehr gut. Stappen hat einen guten Rückstand auf uns. Raikkonen ist Dritter. Herzlichen Glückwunsch, Kimi. Das sagt man nicht, wir sehen jetzt gleich einen Renault auf dem Podium. Reicht. Ja, da gucken wir, was wir für einen Vorsprung aber haben. Jetzt gut Dampf machen. So, 4 Sekunden. Auf Verstappen. Muss jetzt einiges schief gehen, dass der mich noch überholt oder einholt. Wir haben jetzt so viel Benzin jetzt angesammelt. Ganz ehrlich. Jetzt können wir mal wieder ein bisschen Gas geben. Oder uns drehen, was ich nicht will. Alter, komm schon. Aber Spa ist halt auch eine geile Strecke, egal in welchem Spiel. Es gab noch kein Spiel, in dem mir Spa nicht Spaß gemacht hat. Ganz ehrlich, Spa ist so das Gegenteil für mich von Monaco. Sie ist schnell, sie ist trotzdem hier und da anspruchsvoll und sie macht einfach Spaß. Das ist halt die klassische Rennstrecke. Okay. Sektorenbestzeit. Immerhin. 5 Sekunden auf Verstappen. Sehr gut. Bin ich durch den letzten Sektor aber ziemlich gut gekommen.
Ach ja, noch drei Runden. Wenn ich ein Facecam an hätte, ey, ich würde gerade so schwitzen. Na, Paul, du fährst doch nur mit Controller. Ja, aber ist trotzdem anstrengend. Dass mir das Ding gerade nicht aus den Händen klitscht, ist alles. So, und dafür, dass mein Motor so leistungsschwach ist oder Leistungsdefizite hat, kommen wir gut voran hier. Den müssen wir uns auf jeden Fall tauschen. Okay, wer schaltet aus? Paris hat jetzt Raikön überholt, schade. Weißt du was nicht? Wandern ist gerade aufgefallen. Ist da, ist das Magnussen? Yo! Okay, das ist Rennen wahrscheinlich durch die Keilerei mit Vettel und mir ausgeschieden. Was mit Vettel? Das war mit Vettel. Aber diesmal kann ich nicht für. Auch ein bisschen schade, oder? Verstappen stellen sie hier im Weltmeisterauto hin. Das beste Auto im Feld. Und der vorherige Topfahrer des Teams gibt so einen Müll. Jetzt mal böse gesagt. Das Problem ist halt echt bei Haas, die können gute Autos bauen, aber die Fahrer. Ja. Die sind dann nicht konstant genug und B macht das Team an sich einfach zu viele Fehler. Mal schauen, was mit der Zeit wird. Wie lange Gene Haas Abenteuer mitmacht. Bis 2025 wäre es cool, dann wären sie genau 10 Saisons dabei gewesen. So, noch eineinhalb Runden ungefähr. Den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Plan. Ja, nur fast. Schalte möglichst bald den Motor schon runter. Nö. Why a shit? Wie schnell werde ich den letzten Sektor kommen? Jetzt mal ohne Witz das Motor updaten. Ne? Das macht uns so krass stark und schnell. Nochmal neue Bestzeit? Nee. Ich bin, glaube ich, nochmal eine Bestzeit gefahren. 6 Sekunden. Sehr schön. Er fällt seit dem Boxenstopp zurück. Ist er sogar ganz leicht gebremst. Einfach nochmal safe gehen an der gefährlichsten Stelle der Strecke. Das reicht mir jetzt. Hier kommen wir ganz gut durch. Sehr schön. Oh, wieder Bestzeit. Jetzt haben wir aber noch eine schnellste Runde hinbekommen. Ansonsten haben wir die halt sehr früh geholt. 7,5 Sekunden fast Rückstand auf Verstappen. Vorsprung, Rückstand. Das wollte ich nicht hören. Checkered Flag. Ja! Endlich!
Endlich! Yes! Ja! Endlich Spa gewonnen. In der dritten Saison endlich Spa gewonnen. Stefan Römer, was denkst du, was hat heute den Unterschied gemacht? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Mercedes ist sehr schön. Gutes Timing Controller. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Yes, sir. Sehr gut. Natürlich auch Glückwunsch an Max Verstappen und Sergio Perez. Aber damit haben wir uns jetzt 26 Punkte geholt und Bottas ist auf dem 6. Platz gewesen. Heißt nochmal 8 Punkte. Das sind 34 Punkte. Ordentlich. Das kann auch im Konstrukteurswettrennen gut was bringen. Das auf jeden Fall. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Richter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist es Lewis Hamilton. Der mehrfache Weltmeister mag an diesem Punkt eine langweilige Wahl sein, aber man kann nicht bestreiten, dass er den Titel verdient hat. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Sehr schön. 5 Punkte vor Haas. Was mich freut, ich habe die 200-Punkte-Marke geknackt. Alter, ich bin jetzt halt 15 Punkte besser als die letzten zwei Saisons zusammen. Sehr gut. Bottas kommt auch auf 50 Punkte. Das ist auch schon mal schön. Hier und da jetzt bitte noch ein Podium, Valtteri. Das wäre sehr schön. Sergio Perez kommt vor auf den 2. Platz. Überholt damit Weber, Carlos Sainz. Überholt Leclerc und Verstappen. Es hat jetzt auch schon bei über 100 Punkten seit seinem Wechsel zu Haas. Überholt Devin Butler. Eieiei, also ich sag mal so. Ich, wenn jetzt keine großartigen Schnitzer mehr reinbringe, ja, hab die WM zumindest als Fahrer schon so gut wie sicher. Einzige Strecke, die mir ein bisschen Sorgen macht, ist an sich eigentlich nur Singapur, die jetzt dann als übernächste Strecke kommt, genau. Aber ansonsten ist da eigentlich nichts mehr dabei, wo ich sag, da passiert noch großartig was. Also wir werden spätestens, denke ich mal, ja, USA oder Abu Dhabi, ne, USA oder Mexiko noch nicht, aber USA hätte ich gesagt, spätestens sollte der Titel an mich gehen. Konstrukteurs-WM, glaube, das wird das Spannendere, das wird bis zum Ende hin interessant. Auf jeden Fall, ja. Bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, wir haben einfach den Grand Slam geholt, ne? Pole Position, schnellste Runde und erster Platz. Mehr kann man gar nicht verlangen. Außer das nächste Mal wieder einzuschalten, wenn wir dann im Monza sind, dem Temple of Speed hier im Spiel. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet richtig viel Spaß. Ich auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder eben in Monza. Bis dahin, Servus und Pfiat.